Hallo und herzlich willkommen zu meinem Geburtsbericht-Geburtsvlog. Fabi und ich haben so gut es geht alles irgendwie mitgefilmt, was die Geburt betrifft. Und angefangen haben wir schon am 10.06. Und wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr jetzt. Heute ist Samstag, der 10.06. Ich habe heute wieder einen Termin zur Kontrolle im Krankenhaus. Und als ich letzte Woche im Krankenhaus zur Kontrolle war, meinte die Ärztin schon, dass sie bei ET plus 7 einleiten würde. Und heute bin ich bei ET plus 7. Deswegen kann es sehr gut sein, dass es heute dann auch rausgeht mit ihm. Eine Woche vorher hatte mir nämlich eine andere Ärztin im gleichen Krankenhaus noch gesagt, dass sie bei ET plus 7 einleiten würde. Und die Ärztin, die mich dann an dem Tag betreut hatte, das war dann auch die Oberärztin, die hat dann allerdings gesagt, dass sie wegen dem Kaiserschnitt, den ich davor hatte, nicht einleiten würde, weil die Wehen zu schnell und zu heftig wären, sodass das Risiko höher wäre, dass meine Kaiserschnittnarbe dann während der Wehen reißen würde. Und das hatten die Ärztin davor nicht gesagt. Und deswegen haben wir uns natürlich gegen die Einleitung entschieden. Allerdings hat sie mir dann eine IPO-Lösung angeboten. Jetzt ist auch schon wieder ein Tag vergangen. Nach dem CTG waren wir dann nochmal bei der Oberärztin drin, die dann nochmal eine IPO-Lösung durchgeführt hatte. Um circa, wie viel Uhr war das? So um 16:30 Uhr. Und heute Nacht um 1 Uhr hatte ich schon die ersten Wehen, aber noch sehr, sehr unregelmäßig. Ich habe Fabio dann erst so um 6 Uhr geweckt. Und seitdem sind die Wehen auch sehr, sehr regelmäßig. Circa alle 12 Minuten habe ich meine Wehen. Und jetzt ist Fabios Mutter bei uns und passt auf Daria auf. Und wir sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Im Krankenhaus angekommen, wurde dann natürlich erstmal ein CTG gemacht und der Muttermund wurde erstmal ertastet. Allerdings war ich gerade mal immer noch bei 1,5 cm. Also es hat sich seit um 1, seit ich die Venen bekommen habe, hat sich am Muttermund nichts getan. Und dann habe ich erstmal ein Schmerzmittel bekommen und ein Zäpfchen dafür, dass der Muttermund weicher wird. Und danach sind wir dann erstmal wieder rausgegangen mit meiner Mutter, also Fabio, meine Mutter und ich. Und dann sind wir erstmal wieder spazieren gegangen und ich habe auch immer wieder Wehen gehabt. So, Logbucheintrag. Sie hat irgendwie alle zwei Schritte eine Wehe. Guck mal, Mama. Wir dachten dann auch wirklich, dass sich wegen der vermehrten Wehen dann jetzt auch was getan hat am Muttermund und sind dann auch deshalb nach einer halben Stunde wieder reingegangen, weil wir dachten, okay, jetzt ist der Muttermund bestimmt schon ein bisschen weiter geöffnet. Allerdings hat sich da dann wieder nichts getan. Also ich lag dann wieder erstmal am CTG und der Muttermund wurde wieder getastet und dann hieß es, das hat sich nichts getan und ich soll nochmal spazieren gehen. Und eigentlich hätte mich die Hebamme gerne nach Hause geschickt, wenn ich nicht so weit weg gewohnt hätte. Deswegen meinte sie, dass ich jetzt einfach nochmal irgendwie 1-2 Stunden spazieren gehen soll. Und sie hat mir dann nochmal ein Schmerzmittel gegeben und nochmal ein Zäpfchen dafür, dass der Muttermund weicher wird. Und dann sind wir auch ganz, ganz lange erstmal draußen spazieren gewesen. So, wir sind jetzt nochmal draußen. Es wurde eben getastet und es wurde, wie heißt das, CTG gemacht. Es ist noch zu unregelmäßig, die Wehen. Wir sind jetzt ein bisschen spazieren. Wir sind jetzt spazieren. Jetzt hat sie wieder ein bisschen regelmäßiger Wehen und auch ein bisschen doller. Ja, das ist auch hier. Oma und Opa holt kurz Brötchen. Die Wehen wurden immer häufiger und immer schmerzhafter. Ich musste mich immer hinstellen und mich irgendwo festhalten, wenn ich gemerkt habe, da kommt eine Wehe. Und da dachten wir dann auch, okay, nein, wir bleiben jetzt erstmal nochmal draußen, gehen jetzt erstmal weiter spazieren und spazieren und spazieren und spazieren, egal wie schmerzhaft das ist. Sie kriegt jetzt eine Antibiotika. Ja, kein Blut abkann, will nicht hingucken. Ja, und dann? Danach gibt es etwas gegen Übelkeit, weil ich habe schon zweimal gespuckt. Als ich dann bei ca. 5 cm war, durfte ich dann endlich die PDA bekommen. Dafür durften wir dann rüber in den Kreissaal. Dann kam endlich der Anästhesist rein. Ich dachte, okay, das ist jetzt meine Rettung. Der Anästhesist hat, glaube ich, 5-mal versucht. Er hat 5-mal reingestochen, 5-mal versucht, da irgendwas zu finden. Da wollte er dann lieber nochmal eine Kollegin zu Hilfe holen. Die hat es dann direkt beim ersten Mal hinbekommen. So, sie hat jetzt ihre PDA. Jetzt kann sie ein bisschen relaxen, ein bisschen entspannen. Es war eine ganz schöne Tortur, diese PDA reinzukriegen. Hat im Endeffekt aber geklappt.
Mir geht es jetzt auch besser. Die Schmerzen sind besser. Die Wehen sind sehr regelmäßig und auch schon sehr doll. Gleich wird sie nochmal untersucht. Und dann gucken wir mal, wie weit der Kleine ist. Und dann hat die Hebamme beschlossen, dass wir jetzt einfach mal die Fruchtblase öffnen, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen zu beschleunigen, weil ich halt schon seit 1 Uhr in den Wehen war und es sich einfach irgendwie nicht wirklich was getan hat. Die Fruchtblase wurde jetzt geöffnet. Von der Hebamme? Genau, von der Hebamme. Wir sind jetzt bei 7 bis 8 cm. Genau, 7 bis 8 cm. Ich zitter am ganzen Körper, keine Ahnung warum. Aufgeregt. Und ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Nee. Wahrscheinlich bist du unterzuckert. Ja. Das kann auch sein. Möchtest du die Dorn ein Stück Apfel essen? Ich hab noch Oder Ballisto? Ja. Und als sie die Fruchtblase dann geöffnet hatte, ging es dann auch alles irgendwie auf einmal ziemlich schnell. Wir haben dann irgendwie verschiedene Positionen gesucht und geguckt, mit welcher Position ich mich jetzt irgendwie am besten fühle. Und deswegen habe ich mich dann auf die Seite gelegt. Und die Hebamme hat mir dann auch gesagt, dass ich dann jetzt auch pressen darf, wenn ich das Gefühl habe, jetzt pressen zu müssen. Wow, der Kopf ist schneller. Ja. Jetzt war er endlich auf der Welt um 19.09 Uhr und da ich halt schon seit 1 Uhr morgens Wehen hatte, hatte ich auch den ganzen Tag keinen Hunger gehabt und wollte auch nichts essen. Und nachdem er draußen war, habe ich mir dann erstmal meine erste Mahlzeit gegönnt. Da gab es dann erstmal 2 Scheiben Brot für mich. Die Zeit nach der Geburt, die fand ich jetzt im Krankenhaus nicht schön, also nicht wegen Nevio. Also Nevio hat natürlich alles schöner gemacht, aber ich wollte auch nicht mehr im Krankenhaus bleiben. Es fing schon direkt nach der Geburt an, nachdem ich ihn rausgepresst habe und ihn auf meiner Brust liegen hatte, nachdem er seine U1 hatte, ist die Hebamme kurz rausgegangen, kam dann auch wieder und die hat mir dann gesagt, dass sie mit einer Kinderärztin gesprochen hat und die Kinderärztin es für gut befinden würde, wenn wir uns jetzt 48 Stunden lang erstmal trennen würden, damit er auf die Intensivstation kommt. Und ich dürfte aber trotzdem auf einer anderen Station bleiben und ihn jederzeit besuchen. Und das aus dem Grund, weil sie davon ausgehen, dass der plötzliche Kindstod vererbbar ist. Die denken, dass, weil Emmy am plötzlichen Kindstod gestorben ist, dass er das dann wohl auch könnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht vererbbar ist. Natürlich spalten sich da jetzt auch die Meinungen und viele werden jetzt sagen von wegen, ja, aber wie kannst du denn gegen Ärzte irgendwas? Und die Ärzte wissen das bestimmt viel besser als du und wie kannst du nur, was bist du für eine schlechte Mutter? Aber diese ganzen Kommentare sind mir egal. Also ich habe mich mit dem Thema sehr, sehr viel auseinandergesetzt und ich bin mir sehr sicher, dass das nichts Vererbbares ist. Und selbst wenn es vererbbar wäre, dann würde es auch nichts bringen, wenn man ihn jetzt für 48 Stunden an einen Monitor schließt, weil es halt auch einfach innerhalb der ersten 2 Jahre passieren kann. Und sowas kann man nicht vorhersehen, sowas passiert plötzlich. Wie der Name schon sagt, plötzlicher Kindstod. Und deswegen war meine Meinung eher, dass ich das lächerlich finde, diese Entscheidung. Es würde halt nichts bringen, ihn da jetzt 48 Stunden lang zu untersuchen am Monitor. Ich habe mich dann schon irgendwie überrumpelt gefühlt, dass die mich dann noch 1000 Mal gefragt haben, ob ich mir das nicht mal überlegen möchte oder so, wenn meine Antwort doch schon längst Nein war. Also die Hebamme ist, nachdem sie mich das erste Mal gefragt hat, ist sie rausgegangen, weil sie mich und Fabio das erst mal sacken lassen wollte. Und Fabio und ich haben auch darüber geredet. Wir haben darüber geredet und anschließend dann, als die Hebamme wieder reinkam, gesagt, nein, wir möchten das nicht. Und da muss man jetzt nicht noch 50.000 Mal fragen, wieso, weshalb, warum und ob wir uns das nicht mal überlegen wollen. Und das Risiko ist doch aber da und das sehe ich halt nicht, weil Emmy halt auch einen ganz anderen Vater hat und in meiner Familie ist das noch nie passiert und in Fabios Familie genauso wenig und deswegen denke ich nicht, dass das irgendwie vererbbar ist, wenn Emmy auch einfach einen anderen Vater hat. Also Emmy hat ja nicht die gleichen Gene wie Nevio, also nicht zu 100% die gleichen Gene wie Nevio. Dann wurde ich mit Nevio auf mein Zimmer geschoben, wo dann auch eine weitere Mutter war mit ihrem 20 Tage alten Baby.
Und da konnte ich dann halt auch einfach nicht entspannen. Also um Gottes Willen, ich habe auf gar keinen Fall was gegen Schreikinder, auf gar keinen Fall. Die Mutter kann da nichts für, das Kind kann da nichts für, niemand kann da was für. Allerdings konnte ich da halt absolut nicht entspannen. Und dann war es halt auch so, dass es unfassbar heiß war in dem Zimmer. Es war im 5. Stock. Mein Schokoriegel, der neben mir lag, der ist einfach nur geschmolzen, weil er einfach nur im Zimmer lag. Und dann wollten die halt ständig irgendwelche Untersuchungen mit Nevio machen, wegen dem plötzlichen Kindstod, wo ich mir dann halt auch irgendwie vorkam, als ob wir jetzt einfach irgendwelche... Wie heißt das? Als ob wir jetzt irgendwelche Versuchskaninchen dafür sind, um irgendwie eine Studie zu machen oder so. Und das fand ich halt einfach irgendwie nicht in Ordnung, dass man mir so das Gefühl gibt, als ob sie jetzt einfach nur an Nevio etwas Neues erforschen wollen. Und als ich dann halt auch einfach die Schnauze voll hatte und ich wollte auch einfach nicht mehr da sein und mir war auch einfach nur heiß und ich war einfach nur genervt und ich wollte einfach nur aus diesem Zimmer raus und ich konnte nicht mehr, ich wollte einfach nur schlafen, habe ich dann auch gesagt, ich möchte dann jetzt mich selber entlassen. Da gab es dann auch erstmal wieder eine riesen Diskussion mit der Kinderärztin, die dann aber meinte, ja okay, ich möchte ihn aber noch einmal untersuchen, bevor ich sie gehen lasse. Aber als sie dann die Untersuchung gemacht hat, hat sie dann solche Dinger gerissen, wie zum Beispiel, dass sie dann gerade seinen Puls messen wollte, als er kurz vorm Einschlafen war. Und dann halt meinte, ja, der ist jetzt gerade ein bisschen niedrig, da mache ich mir jetzt ja schon ein bisschen Sorgen. Wo ich mir denke, ja okay, er ist aber auch gerade kurz zum Einschlafen. Also das ist klar, dass er da jetzt ein bisschen niedrig ist. Hat dann halt solche Sachen gerissen und da meinte sie, dass sie das dann lieber nochmal mit irgendwie der Oberärztin oder sowas besprechen möchte. Je nachdem, was sie gesagt hat, würde sie sich dann nochmal bei, also würde sie dann nochmal zu uns aufs Zimmer kommen und uns dann die Entscheidung übermitteln. Wir saßen dann da, haben gewartet. Später kam dann die Kinderärztin, die Nevio untersucht hat, kam dann wieder rein, hat dann nur wiederholt, dass der Puls doch aber niedrig war und dass sie das nicht gut finden würde, wenn wir jetzt gehen würden. Allerdings hat sie halt nichts gesagt, was ihre Oberärztin gesagt hat. Also sie hat nur das wiederholt, was sie selber gesagt hat, aber sie hat nichts von dem gesagt, was die Oberärztin dazu gesagt hat. Sie hat die Entscheidung der Oberärztin uns nicht preisgegeben und deswegen fanden wir das auch schon wieder so ein bisschen, Ja, und da meinte die Ärztin halt zu uns, ja okay, sie sind jetzt entlassen, aber um halt nochmal sicher zu gehen, sollen wir dann halt bitte bei jedem Windelwechseln einmal Fieber messen. Also Emmy hatte halt auch keinen Fieber, als sie gestorben ist. Und deswegen, ich fand das halt alles irgendwie komisch. Die haben, glaube ich, einfach nur jemanden gesucht, der ein Kind hat, das am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Und um zu gucken, irgendwelche, weiß ich nicht, Studien oder sowas zu machen. Ich habe mich auf jeden Fall verarscht gefühlt und wollte da einfach nur weg. Wir haben dennoch bei jedem Windelwechseln die erste Zeit das Fieber gemessen. Es war aber nichts. Nevio ist jetzt 12 Tage alt, ihm geht's super. Er hat keine komischen Anzeichen, er war vorgestern erst beim Arzt und der Arzt sagt auch, der sieht super aus, der macht einen super Eindruck. Wir haben auch den Stoffwechseltest gemacht, da haben von da immer noch nichts gehört. Also es geht Nevio gut. Logbucheintrag 3. Wir haben jetzt eine weiße Taube gefunden.